Bremerhaven, Wolfsburg, Spiel 3. Eng, hart umkämpft waren die ersten Begegnungen dieser beiden Teams im Viertelfinale. Und heute, das wussten alle, Thomas Popisch, Cheftrainer der Fishtown Penguins, und Pat Cortina auf der anderen Seite, Coach der Grizzlies, würde sich das definitiv nicht ändern. Wir gehen rein ins Spiel und in die vierte Minute. Die Grizzlies, die tonangebende Mannschaft, Bremerhaven bemüht, aber sie kriegen nicht den Druck. Und auf der anderen Seite macht dann das Gästeteam die Führung. 1-0 Wolfsburg. Wie in den ersten beiden Partien dieser Serie gehen die Grizzlies in Führung durch Jeff Lykins in seinem 100. DEL-Playoff-Spiel. Der Mann, der aufhört nach Ende der Saison, bringt also seine Farben in Führung. Und die machen druckvoll weiter. Max Goertz schnappt sich die Scheibe im eigenen Drittel, startet durch, ist nicht zu bremsen, zieht nach innen, sucht den Abschluss gegen Brandon Maxwell. Der aber hält Stand in dieser Situation. Trotzdem eine weitere gute Chance. Und von Bremerhaven immer noch nichts zu sehen. Das änderte sich in der 9., in der 10. Minute. Auch deshalb, weil dieser Angriff endlich mal funktionierte. In die Mitte gebracht. Uha, und dann der Abschluss von Ty McGinn. Aber auch der kommt früh im Match nicht an das den Strahlmeier vorbei, trotz dieser optimalen Schussposition. Thomas Popisch weiß, wieder liegen wir hinten und wir müssen etwas tun fürs Spiel. Allerdings auf der anderen Seite blieb das Spiel geschehen. Auf der anderen Seite bei den Grizzlies blieben die Top-Chancen liegen, wie auch in der Situation. Olimp geschossen. Ja, dann geht die Scheibe an den Pfosten und nicht über die Linie. Die 29. Minute. Wolfsburg drückt, ist kompromisslos, hat Powerplay und trifft. Was für ein Strahl. Max Goertz, sein erster Playoff-Treffer. Und den kann man nicht perfekter spielen. Bittner und Järvin in die Vorarbeiter. Und da trifft er ihn perfekt. Da ist aber auch gar nichts zu halten für den Goalie der Fishtown Penguins. Auf der anderen Seite dann auch Powerplay. Und aus dem Nichts Mitch Wall. Das war die Antwort. 34. Minute. Bremerhaven von der einen auf die andere Sekunde im Match. Wolfsburg hielt durch, das Spiel, was sie sich vorgenommen hatten, sich kompakt zu präsentieren. Aber es sind diese Momente, die einfach auch Pat Cortina immer bewusst waren, dass sie passieren könnten. Seine Mannschaft mit einem Treffer Vorsprung im letzten Drittel unterwegs. Und dann ist es erneut Lykins, der arbeitet vor dem gegnerischen Kasten, vor Maxwell. Aber auch diese Situation überstehen die Fishtown Penguins, die immer mal wieder ins Schwimmen geraten, mit Glück, dass man in einer solchen Partie braucht. Scheibe liegt schon hinter Maxwell, Furchtner kommt nicht ran, dann die Unterbrechung. Es laufen dann die letzten Sekunden, 11,9 noch auf der Uhr, das Tor leer, ein Bulli noch, eine Chance noch. Wieder ticken die Sekunden runter. Und dann hat Urbas die Scheibe. Urbas! Und der macht es! 3,2 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit. Wieder aus dem Nichts. Und obwohl Variante 1 gar nicht geklappt hat. Aber der Topspieler ist der Topspieler. Und er sorgt für ein Lächeln im Gesicht von Thomas Popisch. Die Hoffnung riesengroß. Es geht in die Verlängerung. 5 Minuten sind absolviert. Druckphase Wolfsburg. Bremerhaven kriegt die Scheibe nicht raus und dann ist die Scheibe drin. Philipp Brugießer, der Mann, der eine so verkorkste Saison hatte. Er trifft die Scheibe perfekt, bringt die Scheibe an Maxwell vorbei und schießt die Grizzlies aus Wolfsburg ins Halbfinale um die deutsche Meisterschaft. Die Reaktion des Coaches, ein Küsschen fürs Team und für Brugießer. Und große Freude bei den Niedersachsen. Wir haben die ersten 10 Minuten besonders nicht gut gestartet. Und, man muss Wolfsburg ein Lob geben. Die haben richtig hart gekämpft. Alle drei Spiele waren eng. Am Ende, die haben einfach mehr gemacht, harder gekämpft. Und am Ende
ja, ich glaube, diese Serie den Sieg verdient. Es ist halt einfach Playoffs und gehört ein bisschen Dramatik dazu. Und wir sind natürlich heilfroh, dass es das bessere Ende für uns war. Aber Kompliment an Bremerhaven, die haben wieder eine tolle Serie gespielt. Super Vorrunde oder Hauptrunde. Und auch hier wieder heute hätten beide Seiten kippen können. Wir sind natürlich heilfroh, dass wir den Einzug ins Halbfinale jetzt heute perfekt gemacht haben. Wolfsburg verdient sich den zweiten Erfolg und damit den Sieg in dieser Viertelfinalserie nach einer bärenstarken taktischen Leistung. Kompletter Spielweise, kompakter Spielweise und starkem Puckmanagement. Sie waren an diesem Abend das bessere Team. Und auf der anderen Seite scheitert Bremerhaven, verpasst den Traum vom Halbfinale, hat trotzdem eine bemerkenswerte Saison gespielt. Alle Spiele der Penny DEL live. Nur bei Magenta Sport.